Herr Hössl, wie sind Sie auf die AZK aufmerksam gemacht worden? Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam. Fehlt mir im Moment jede Erinnerung. Wenn ich jetzt vor der Kamera nachdenke, dann wird das nicht so interessant. Aber ich bekam irgendwann eine Einladung und da dachte ich, das ist ja toll. Ja? Also ich glaube, beim Stöbern im Internet war das. Also es ist nicht so, dass mich jemand angerufen hat oder sowas, sondern dass ich irgendwas gegoogelt habe und dann war da AZK und ich dachte, guck mal an, was die da alles machen. Ja? So. Jetzt sind Sie hier und haben Ihr Referat gehalten, sind mit Standing Ovations verabschiedet worden und auch hier muss man Sie wegreißen. Was ist denn Ihr Eindruck jetzt von diesem Tag? Also ich muss sagen, ich habe schon was erwartet von dieser Truppe, aber die Erwartungen sind um ein Vielfaches übertroffen. Wenn man den Zuschauern das raten soll, sollte man sagen, kommt. Das soll man einfach erlebt haben, weil das ein echtes Miteinander ist und das fing ja schon bei der Vorbereitung an und das ging bis zu 1000 Kleinigkeiten, bei denen man mir geholfen hat, weil das hier etwas unrund reinlief. Ich war völlig überlastet und musste heute Morgen noch den Vortrag fertig machen und sowas. Total nett, diese ganze Hilfe. Da wollen wir uns hier auch mal vor der Kamera bedanken, das war gut. Aber das menschliche Miteinander ist einfach das Wichtige, auch das Interessante für mich, das zu beobachten. Und deswegen habe ich auch spontan im Vortrag, bin ich da von meinem Manuskript abgewichen und habe mal gesagt, das ist gut, was hier läuft. Das brauchen wir auch politisch. Es ist gut, dass dies keine Partei ist, denn da ist einfach ein Unterschied zwischen Partei und Politik und dem, was hier ist. Und der soll auch da bleiben, denn wir wollen beides gut machen. Wir wollen AZK gut machen, wir wollen auch Politik gut machen. Aber der Geist, der hier unter den Menschen ist, der sie verbindet, das finde ich etwas sehr Wertvolles und auch etwas Vergrößernswertes. Das lohnt sich. Hat das was mit der Organisation und der Struktur zu tun? Was denken Sie? Auf jeden Fall. Das ist ja von der Struktur und der Organisation gar nicht zu lösen. Nicht? Wenn eine Sache gut funktioniert, wenn Menschen gut miteinander funktionieren, muss da was stimmen. Und wo Sie es jetzt ansprechen, ich habe hier unten gesessen, habe das mal so innerlich schon Revue passieren lassen, wie ich das immer so mache. Das geht ja alles sehr schnell. Und habe mir gedacht, ich werde mich mal um die inneren Prinzipien von AZK etwas stärker bemühen und mal schauen, was ich davon lernen kann. Ja? Vielleicht hat es ja auch was mit einer Person zu tun. Das kann ja gar nicht anders sein. Ich habe vorhin mal so Spaß gemacht, wenn einer seine eigene Firma zeugt. Ja. Also im Prinzip ist das schon ein sehr starker Auftritt mit 11 Kindern. Und dann auch noch alle so nett. Ja. Da sehen Sie lauter nette Gesichter da. Das ist einfach super. Und das ist natürlich nicht voneinander zu trennen. Aber im Grunde genommen fängt der Vogel an zu fliegen. Wenn dieser Geist sich nach außen überträgt, wenn von außen Menschen kommen, die das mitmachen und die sich da hineingeben. Und das passiert hier gerade und die Zahlen sind eben so, dass die Stadt Chur wahrscheinlich auch nicht völlig unglücklich ist, dass hier die Stadthalle bis zur letzten Maus sozusagen voll hat. Haben Sie den Eindruck, dass dieser Impuls jetzt von der Bühne aus getriggert wurde? Das können Sie ja von oben besser wahrnehmen vielleicht. Was kommt beim Volk an? Also ich stelle mal fest, da ist ein wacher Geist. Im Publikum sozusagen. Und ich glaube, da kommen positive Wellen. Und ich glaube, das überträgt sich so, wie ich habe ja nicht so viel Zeit im Internet, Sachen stundenlang anzugucken oder so, sondern ich muss effizient lesen und sehr schnell entscheiden, wie denke ich darüber und so. Unter diesen Umständen, wie soll man sagen, kriege ich von so einer Atmosphäre nur sehr wenig mit. Aber hier natürlich trifft mich das geballt und relativ unvorbereitet. Ja. Und das ist ein toller Eindruck gewesen und von daher gesehen eben zu sagen, man soll einfach davon ausgehen, dass die Wirkung in der Realität noch immer vielfach stärker ist als das, was man im Video sehen kann und sollte mal schauen, ob man sich nicht auf den Weg macht und nimmt einmal teil und dann kann man nämlich besser entscheiden, das interessiert mich wirklich oder nicht. Würden Sie sich auch nochmal auf den Weg machen? Ja, das ist entschieden. Gut, dann ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Super.